بسم الله الرحمن الرحيم، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. أما بعد، بزم اتنبوخ العربية بين يديك، الوحدة الخامسة، الطعام والشراب، الدرس الثاني والأربعون، لكتيون 42. Und tut mir leid, erstens, dass es seit 2 Wochen ungefähr keinen Unterricht gab, wegen der Prüfung. Und die Unterrichte werden inshallah weitergehen, auch mit dem Buch 2 und so weiter, solange ich inshallah lebe und mir Allah solche Gesundheit und Kraft gibt. Okay, wir fangen dann jetzt an. Al-Aswat wa Fahm al-Masmu'. Awalan al-Aswat. Heute haben wir Al-Qaf. Das werden wir inshallah noch schnell lesen. التدريب استمع وأعد. أخونا شهرية، ممكن تقرأ الكلمات؟ هل يمكنك قراءة الكلمات؟ Hast du es verstanden؟ Also ich muss vorlesen, was welche Wörter da Genau, stehen. نعم. نعم. Das erste Wort oder der erste Begriff, Preis. Preis, نعم. الثاني. Qasim. أحسنت. الثالث. Qalil. قليل. Natürlich, قاسم ist ein Name, اسم. Und قليل ist wenig. Also Qalil ist wenig. Und Qais ist auch ein Name, oder? قيس ist auch ein Name, نعم. Ah, okay. Qais, Qasim, Qalil, Portugal. Weißt du, was Portugal heißt? Nee, weiß ich nicht. Orange. Ah, Orange. Genau. Und wenn du Orange die Farbe haben möchtest, dann sagst du Portugali. Und kann man sagen Portugal Asir oder Asir Portugal Nam, Asir? nam, Portugal al-Asir. Portugal Asir. Also jetzt hier, weil es jetzt nur ganz normale Nomen sind oder Wörter sind, Portugal al-Asir. Oder ganz Portugal kurz, tut mir leid. Asir. Im Deutschen ist es anders. Asirul Portugal. Tut mir leid. Asirul Portugal. Asirul Portugal, Saft der Genau, Orange. also, genau, Saft der Orange. Im Deutschen ist dann Orangensaft. Du musst es eben so vorstellen: Orangensaft und du liest es dann von rechts, also fängst dann mit Saft und Orange an. Deswegen. Okay. Genauso wie Kuratul Qadam, Fußball. Du hast als erstes Kura, Ball und Qadam, Fuß. Und im Deutschen sagst du Fußball. Genau das Gleiche. Da habe ich mir die Lesereihenfolge anders, aber das Wort ist so, wenn man von links nach rechts liest, ist es wie im Deutschen, aber man muss andersrum lesen im Arabischen. Genau. Okay. Kalima al-Khamisa. Qahwa. Nein. Ma Qahwa ma'na ist Kaffee, Qahwa? oder? Genau, Kaffee. Qahwa ma'nahu Kaffee. Nein. Ahsant. Natürlich, Qais ist der Name von Umrul Qais. Umrul Qais war ein Dichter vor oder in der Jahiliyyah-Zeit, also vor dem Islam. Und er war bekannt für sein Ghazal. Also er hat, so wie Shakespeare, so mehr die Frauen in seinen Gedichten erklärt und beschrieben. Und der gehört eben zu denen, die eben so übertrieben haben in diesem Thema, in der Thema Liebe und so weiter. التدريب الثاني استمع وأعد ممكن تقرأ الكلمات قدر نعم قدح نعم قالوا Sie sagten قلم قلم قل قلم فقلم قلم قل Ja, ist das Imperativ? Sag. قدر نعم قدح كالو كالو كلم كالو اوكي كلم كلم von قل وكلم الله موسى تكليما also Allah عز وجل hat موسى عليه السلام angesprochen oder angeredet
Und Okay. Kull Und ist cool. die Befehlsform von Essen. Von Essen, ach, von Essen, okay. Cool. Genau. Akbar. Namen. Rekord. Beobachtung. Nakir. Namen. Taqdir. Taqdiran. Taqdiran. Taqdir ist sowas wie das Benoten oder die Note. Aha, okay. Iqtana oder Genau. iqtani? Iqtana, hier muss das Iqtana sein, also Ah, Vergangenheit. iqtana. Akbar. Genau. Rikab. Okay. Nakir. Na, Munkar oder Nakir, die zwei Engel, die uns abfragen werden. Nach dem Tod oder im Grab. Im Grab, ja. Takdiran. Okay. Iktana. Absent. Haqq. Die Wahrheit. Baraka. Nam. Salaka. Mushrik. Mushrik. Genau, Mushriq ist sowas wie leuchtend oder weil Ashraqa heißt aufgehen. Also die Sonne geht auf zum Beispiel und Ah, okay. sie ist aufgehend oder so. Mushriq. Also man kann fast alle diese Wörter einfach durch den K-Laut ersetzen und dann kommt komplett andere Bedeutung. Fast, ja genau, ja. Falak. Okay. Hak. Ja. Baraka. Okay. Salaka. Select ist sowas wie wählen. Select tut Aha. Tariq, also ich habe den Weg gewählt. Ah, okay. Mushrik. Das wissen wir. Polytheismus. Oder Falak. Felek. Okay, Felek ist sowas wie das Universum. Al-Felek. Oh. Okay. Nennen Sie Qalilan. Jetzt haben wir hier die Ayat. التدريب الثالث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فالحق والحق أقول. بسم الله الرحمن الرحيم. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. التدريب الأول. استمع ثم ضع الرقم في المربع المناسب. Wir haben sechs Bilder und dazu auch sechs Sätze. الجملة الأولى. أنت سمين جدا. Weißt du, was أنت سمين جدا heißt? Und heißt du? Nein. Jidda heißt neu oder? جديد. جدا Jidda. sehr. Jidda. Sehr. Saminun weiß ich nicht. Okay. Samin, also dick. فالجملة الأولى مع دال.
أنت سمين جدا. Okay, also ich kann die Sätze nicht sehen, also die, oder sagst Da du die sind keine einfach? Sätze. Da sind keine Sätze. Also das ist eigentlich ein Audio und ich habe das mir aufgeschrieben, damit ich das sage. Ah, okay. Okay. Also Ante Staminum wird dann, du bist sehr dick. Genau, richtig. Natürlich, die Wörter hatten wir geschrieben schon im anderen Unterricht. طيب. الجملة Okay. الثانية: أحمد يأكل السمك. أحمد، ist verständlich. يأكل. Was heißt يأكل؟ Ahmed trinkt. يشرب. Trinken, يشرب. يأكل Ah, essen. okay. Er isst Genau. سمك. Es Fisch. gibt Lachen. Genau, Fisch. فالجملة الثانية مع ألف. طيب Okay. الجملة الثالثة: أنت نحيف جدا. Das ist das Gegenteil von أنت أنت سمين نحيف. جدا. Genau. Du bist sehr dünn. Genau, du bist sehr dünn. أنت نحيف جدا مع ه. أنت نحيف جدا. Okay. رقم سمين أربعة. أنت نحيف. Genau. سمين دك. نحيف دن. طيب الجملة الرابعة: صالح يشرب الشاي. Soli trinkt Tee. نعم Das ist Ba. أحسنت. نعم. رقم خمسة: الفاكهة على المائدة. الفاكهة على المائدة. نعم Die Früchte sind auf dem Tisch. نعم أحسنت. جيم. جيم. رقم ستة: الحليب على المائدة. الحليب. Also حليب scheint dieses Getränk zu sein. Ich weiß nicht, was es ist. ميلش. Ist ein bisschen dunkel. حليب ist ميلش. Also حليب ist Milch. Genau. Okay, das ist Milch auf dem Tisch, oder? Genau, die Milch ist auf dem Tisch. Ah, okay. Natürlich gibt es hier auch Unterschiede. Also Halib wird eigentlich mehr in Syrien und so erwähnt. In Ägypten wird mehr Leben gesagt. Leben. Also das Thema mit dem Milch und so öfters durcheinander, weil eigentlich Leben sagt. Ich will jetzt hier nicht ganz durcheinander kommen, aber man kommt durcheinander eben mit Joghurt und Milch und dann gibt es noch eine Art von Quark sozusagen. Deswegen Halib und Leben ist dann eben Milch. Okay. الآن التدريب الثاني. Ich sage wieder Sätze und du wählst dann die Bilder. Okay. الجملة أو رقم واحد: هل أنت جوعان؟ نعم، أنا جوعان جدا. هل أنت Also es ist schon mal, wird ein Mann gefragt wegen Anta. Genau. Hal Jawawun Jiddan? Oder was soll ich جوعان. sagen? جوعان. Jawan, das Wort kenne ich Okay, nicht. جوعان heißt hungrig. Hel أنت جوعان؟ Ah. Bist du hungrig? Nein. Bist du أنا hungrig? جوعان جدا. Ja, ich bin sehr hungrig. Okay. Also, hal anta jawaun jiddan? Nam jawan jawaun jiddan. Genau, aber das Wort jau'anun. Jau'a. Jawaun. Genau. Welches Bild passt zu diesem Satz oder zu diesem Dialog? Was heißt nochmal Buchstabe? Harf. Kalim? Kalim? Achso, Harf. Kalim oder Wort. Okay. Harf H. Harf H. Nam, Ahsan.
Okay. الجملة الثانية: أين الشاي؟ الشاي على المائدة. أين الشاي؟ شاي على المائدة. حرف واو. نعم، حرف واو. أحسنت. رقم ثلاثة: ماذا تفضلين من الفاكهة؟ أفضل العنب. إذا هل أسألني في حاجة؟ ماذا تفضلين؟ تفضلين كم من أفضل بسا بس زيستو بسا من الفاكهة von dem Obst فاكهة und sie sagt dann Also was siehst du besser? Meinen wir damit, was möchtest du eher oder? ja genau was bevorzugst du Ah, okay. und sie sagt dann أفضل العنب. Leinaber gibt es auch im Koran, aber ich habe vergessen, was das bedeutet. Weintrauben. Ah, okay. أي حرف؟ حرف باء. نعم أحسنت، حرف باء. رقم أربعة: هل تشرب القهوة؟ لا، أفضل الشاي. اوكي. هل تشرب شاي؟ لا، القهوة، اشرب قهوة. هل تشرب القهوة؟ لا، أفضل الشاي. اوكي. هل تشرب قهوة؟ لا. لا، بس اشرب أفضل أفضل. أفضل heißt wie الشاي also ich möchte oder أفضل oder بفضل. also ich bevorzuge Schei. Genau. الحرف ألف. أحسنت. نعم. حرف ألف. Was oder trinkst du Kaffee? Nein, ich bevorzuge Tee. رقم أفضل. خمسة: ماذا تأكل في الفطور؟ ولا فطور؟ آكل السلطة والفاكهة. هل كان Ich نوع wiederhole الفاعل nochmal. ولا نعم. أنا؟ ماذا تأكل في الفطور؟ ماذا تأكل في الفطور؟ Was isst du zum Frühstück؟ Genau. Salat oder Fisch, Samak? آكل السلطة، wie du gesagt hast, السلطة والفاكهة. أكل سلطة والفاكهة. فاكهة. فاكهة. Also فاكهة weiß ich nicht, was bedeutet. Obst. Ach so. Also ich esse Salat und Obst. Okay, dann würde ich sagen, الحرف دال. نعم أحسنت. رقم ستة والآخر، der letzte: ماذا تأكلين في الغداء؟ آكل السمك والسلطة. ماذا تأكل ماذا في الغداء؟ تأكلين أنت؟ تأكلين في الغداء. ماذا تأكلين في الغداء؟ نعم. Also, was ist das zum Mittagessen? Genau. آكل السمك. أكل السمك وسلطة. نعم. الحرف جيم. حرف جيم. نعم. Ich esse Fisch und Salat. ننتقل إلى الصفحة التالية. التدريب الثالث: استمع إلى السؤال ثم ضع الرقم
المربع المناسب. Hier gibt es wieder Fragen. السؤال الأول: ماذا تأكل من الطعام؟ ماذا تأكل الطعام؟ Also was isst du? Und الطعام heißt ja auch Essen, oder? Was isst du vom Essen aus? Achso, das ist Harf Jim. Da würde ich eigentlich etwas anderes, was kommen wird, wählen. Okay, ich dachte, sie fragt den Mann gerade, was er zum Essen wählen möchte. Ist ein bisschen logisch, ja, aber da gibt es etwas, was danach kommen wird. Okay. Also vielleicht dann H oder H. Ja, Herr könnte passen, genau. Also ta'kulu min at-ta'am, und dann erwähnt er eben das, was da ist, Fleisch und Samak. Ich meine Salata und Lahm, Fleisch. Okay. السؤال الأول مع ها. السؤال الثاني: ما وزنك؟ Ma waznuka, also was bestellen Sie oder was möchten Sie? Wesen heißt Wagen. Also was wiegst du? Oder wie viel Ah. wiegst du sozusagen auf Deutsch? Okay, das ist Harf Ba. نعم أحسنت حرف باء. السؤال الثالث: ماذا تشاهد؟ Jetzt sag mir nicht, du hast تشاهد vergessen. Entschuldigung, sag mal nochmal. ماذا تشاهد؟ ماذا تشاهد؟ Also, was trinkst du? Nee, تشرب. تشرب وتنكر. Aber تشاهد, das hatten wir in den ersten, in den ersten Modulen. Was schaust du? Genau, super. Was schaust du? أشاهد التلفاز. Na, wow. طيب. حرف واو. السؤال الرابع: ماذا تشرب؟ ماذا تشرب؟ Was trinkst du? نعم. أشرب قهوة. Genau. Also hier ist eigentlich nur die Frage gedacht. Also wir müssen dann eben zum richtigen Bild. Aber deine Antwort ist auch super. Schade. رقم خمسة: ماذا تطلب؟ Nochmal bitte, Martha. تطلب. Tatlubu. Ich weiß nicht, was Tatlubu bedeutet. تطلب kommt von طلب und طالب. Bitten, streben. Achso, was wünschst du oder was bittest Genau, du? richtig, So. genau. Jim. Harf Jim. Jim. أحسنت. السؤال الأخير, die letzte Frage: ماذا تأكل من الفاكهة؟ ماذا تأكل من الفاكهة؟ Also, was isst du von فاكهة habe ich vergessen, oder Obst. was isst du von dem Obst? أكل التمر. نعم. دال. أحسن. Okay, jetzt gehen wir zur letzten. التدريب الرابع: استمع إلى الجمل ثم ضع علامة صح في المربع المناسب. Also hier müssen wir dann zwischen zwei Bildern immer gehen. رقم واحد: هذا
بيت عمر. So, okay. Das ist das Haus von Omar. Das sind jetzt Sätze. Und diese Sätze sind dann, also das ist sowas wie ein Dialog. Und von diesem Dialog musst du dann immer zwischen zwei wählen. Und das ist ein bisschen durcheinander. Okay, ich lese erstmal den ganzen Text. هذا بيت عمر. الساعة الواحدة. الأسرة في غرفة الطعام. Hier musst du etwas wählen. الأسرة في غرفة الطعام. هذه وجبة الغداء على المائدة. هذه وجبة الغداء. Das ist ein Satz. على المائدة طعام كثير. عمر يأكل السمك ويشرب الشاي وزينب تأكل اللحم وتشرب الماء. Hast du einigermaßen verstanden oder? Ein bisschen, ja. Okay. Also als erstes gab es da هذا بيت عمر الساعة الواحدة. Das ist das Haus von Omar und es ist 1 Uhr. الأسرة في غرفة الطعام. Was heißt das? Also Uswa. Was heißt Uswa? Das weiß ich nicht. الأب والأم والابن. أسرة. Die Genau. okay, die Die Familie ist im Gruppe, Esszimmer. genau, die Familie ist im Esszimmer. Und dann هذه. Ba. Achsant, nam. Rakam het, da. Jetzt Rakam es nein. هذه وجبة الغداء على المائدة طعام كثير. Also ist Was es heißt Mittagszeit? هذه وجبة الغداء? Ist es Mittagszeit oder Mittagessenzeit oder? Genau. Das ist das Mittagsessensgericht oder das Gericht zum Mittagessen. Wajba, Gericht, Al-Ghada, Mittag. Und es gibt viel zu essen oder? Genau, Oder Al Tisch? Ma'idati, auf Tisch, Ta'amun Kathir, viel Essen. Auf dem Tisch gibt es viel Essen. Okay. Umar, ya'kulu samak. Omar isst Fisch. Nein. Also was wählen wir bei Nummer 2? Ba. Maza nachtar? Nein. Nachtaru ba. Wir wählen ba. Rakam 3. Wa yashrabu shay. Und er trinkt Tee. Nein. Maza nachtar? Ayu harf? Au ayya harf? Also ich würde die Alif, aber ich bin mir nicht sicher, vielleicht hat der andere auch Tee. Man gewöhnt, also Kaffee ist irgend, also was ich gesehen habe, ist, dass man Kaffee immer in diesen kleinen Tassen trinkt, die auch nicht durchsichtbar sind. Im Okay. Gegensatz zum Shay. Deswegen Elif. طيب رقم 4. وزينب تأكل اللحمة. Und Zainab isst Fleisch. Maza nachtar? Ach, da weiß ich leider nicht. Was wählen wir? Ach so, Alif. Nam, nachtaru Alif. طيب, Rakam Ba 5. wäre Dajaj, oder? Dajaj. Genau, Ba wäre Dajaj. Rakam 5. Wa tashrabu al-ma'a. Und sie trinkt Wasser, Harf Alif. No. Wenn es B wäre, Ba wäre, was würden wir sagen? Tashrabu
Laban oder Halimun? Al-Haliba. Oh, Haliba. Okay. Irgendwelche Fragen hier? Keine Fragen. Okay, dann bleiben wir hier inshallah stehen. ربنا عافنا واعف عنا واحفظنا ويسر